Freunde, erstmal herzlich willkommen und wir sind gerade von der Grenze gekommen. Die konnten wir leider nicht filmen. Ne? Die Staatsgrenze von Russland nach Finnland hat circa 3 Stunden gedauert. Ja, wir mussten draußen stehen so eine gewisse Zeit bei -2 Grad. Das war nicht so angenehm, aber es waren alle lieb, nett, freundlich. Ging alles ohne Probleme. Und jetzt sind wir in Finnland und jetzt geht's rüber Richtung Turku. Wir werden noch eine Nacht schlafen und ja, dann morgen früh mit der Fähre nach Schweden übersetzen. So Freunde, wir sind jetzt kurz vor Turku, also im Westen von Finnland und fahren wahrscheinlich morgen mit der Fähre nach Schweden. Hier hat es angefangen mit Schneien, Temperatur -1 Grad und naja, wir haben uns entschlossen jetzt mal hier schon zu schlafen. Wir wollten eigentlich noch ein Stück weiterfahren, aber bevor es glatt wird auf der Straße und dunkel, haben wir hier über die App einen Stellplatz gefunden. Soll sehr ruhig sein in der Nacht. Wir stehen gerade und ich nehme euch mal mit, weil hier soll gleich um die Ecke ein kleiner See sein. Na, also hier ist alles vorhanden, Mülleimer. Die Heizung läuft und wird uns über die Nacht wahrscheinlich gut begleiten. Aber Näheres dazu dann morgen früh. So, jetzt bin ich gespannt. Ach, schön. Also hier wird wahrscheinlich auch das ist ein schöner Badestrand. Schade, dass wir Ende Oktober hier sind. Na gut, aber hat auch was. Ne? Im Sommer wäre jetzt hier wahrscheinlich voll um die Uhrzeit. Wir haben es jetzt 5 Uhr. Es wird hier gleich dunkel. Und da hinten, wo das Wasser ruhiger ist, sehe ich auch schon Eis auf dem Wasser. Ne? Also wunderschön. Finnland, hier ist alles voll mit Seen. An jeder Ecke sind hier Seen, egal wo man abfährt. Und es ist traumhaft schön. Hier haben vor kurzem sogar noch Kinder gespielt. Oh, super. Ja, und hier ist Eis. Hier kann man Kneippbad machen. Na, hier fehlt bloß noch die Sauna. Aber wahrscheinlich haben die hier auch noch irgendwo eine Sauna. Die Finnen haben mal überall Saunen. Oh, traumhaft mit diesen Felsen hier. Platt. Naja, also aufpassen. Na, schaut euch das an. Ist doch wunderschön. Ja, an der Grenze ging, naja, fix ging es nicht, weil wir hatten auf beiden Seiten einen Bus vor uns, aber es gab überhaupt keine Probleme. Wieder alle nett und freundlich. So, und hier nochmal unser Schlafplatz für die Nacht, kurz vor Turku, im Westen von Finnland. Sehr ruhig gelegen und einer der vielen Seen. Ein Traum. So, dann werde ich mal das Auto für die Nacht vorbereiten. Sprich, vorne an der Scheibe. Mir fällt schon wieder der Name nicht ein. Naja, dass die Kälte nicht reinkommt, ne? Diese Dinger da an die Scheibe kleben. Und ihr hört unsere Dieselheizung, die schnurrt. Hervorragend. Ja,
Mal sehen, wie es drin aussieht. Ah, Tom ist schon im Bett. Sehr gut. Smörebretz, Smörebretz, rem, trem, trem, trem. Smörebretz, Smörebretz, rem, trem, trem, trem. Wollt ihr auch Smörebrett? Nee. Smörebröt? Atom, Smörebröt? Nee. Nee. Morgens um 6 in Finnland. Draußen sind gerade minus 3 Grad und unsere Standheizung hat unseren Innenraum schön auf 20 Grad aufgeheizt. War wunderbar die Nacht. Ihr könnt nicht viel sehen, aber wahrscheinlich hören, ne? Ja, also hier schimmert alles ein wenig weiß. Es hat wahrscheinlich ein bisschen geschneit. Aber es ist eine schöne Luft. Und wir fahren jetzt zur Fähre und dann geht's rüber nach Schweden. Ja, Freunde, wir sind gerade in Finnland und stehen früh. Naja, hier steht 6.40 Uhr, aber hier ist es tatsächlich 7.40 Uhr schon. Es ist noch dunkel, gerade minus 1 Grad, die Nacht war super. Und hier ist unsere Fähre, wo wir gleich für 16 Euro ein wunderschönes Seaside-Zimmer beziehen werden. Ne? Ja, das stimmt. Die beiden, die schlafen noch fast. Ja, wir sind gespannt. Ne? Also wir waren ja schon oft auf diesem Schiff, also bestimmt jetzt schon 3 Mal. Aber noch nie tagsüber auf der Route. Immer in der Nacht. Und ich bin einmal von Schweden nach Finnland, aber mit einem anderen Schiff, die Route gefahren. Ja, traumhaft. Ich glaube 500 Inseln. Wir werden es festhalten auf Video. Freunde, dann erstmal herzlichen Dank fürs Zuschauen. Das war jetzt ein kurzes Video. Wir haben in Finnland nicht viel gefilmt, aber umso mehr haben wir auf der Fähre gefilmt und das seht ihr beim nächsten Mal. Also seid wieder mit dabei, seid gespannt. Wir fahren durch ca. 5000 Inseln, Heiden auf Arland. Also es wird sehr spannend. Bis bald, Tommy, Dennis und Anna.